Der große Spark 7 Härtetest. Heute treten an Benjamin Hoema, 23 Jahre alt, Spark 7 Kundenbetreuer aus Oberösterreich. Und der 24-jährige Dominik Suchanek, Spark 7 Kundenbetreuer aus Wien. Der Herausforderer. Der Spark 7 Kunde. Alexander Weiß aus Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zum Spark 7 Härtetest. Heute wird sich weisen, wer Nerven wie Drahtseile hat. Dass Benji und Dominik Top-Kundenbetreuer sind, das ist klar. Aber können sie auch Elfer schießen? Heute stehen wir hier auf geheiligtem Boden. Wir sind im Hanapi-Stadion in Hütteldorf, dem Stadion von Rapid. Damit die Herren natürlich nicht auf leere Tore schießen müssen, das würde sogar ich schaffen, haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und ihn heute hierher geholt. Bitte begrüßt mit uns, Burschen, Lukas Königshofer, Tormann von Rapid. Jawohl. Servus, hallo. Eine kleine Überraschung gibt es beim heutigen Härtetest. Alex ist kein normaler Kicker. Nein, Alex ist Radballer. Lukas, hast du schon mal was von Radball gesehen, schon selber? Gesehen, nur im Fernsehen, live noch nicht mitgekriegt und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. An meiner Seite darf ich heute begrüßen einen ganz speziellen Gast, der mit mir dieses dramatische Elferschießen co-kommentieren wird. Leute, wir freuen uns alle sehr auf Steffen Hoffmann. Applaus bitte. Hallo Steffen, servus. Steffen, wie schätzt das ein? Ich meine, Lukas ist ein guter Torhüter. Glaubst du, dass der Alex einen reinbringen wird? Ja, bis jetzt hat in der Bundesliga jeder einen Elfer beim Lukas reinbracht. Das ist gemein. Ich bin gespannt. Damit wir wissen, was da heute auf uns zukommt, haben wir uns das Rad eines Radballspielers mal genauer angeschaut. Ja, man sieht sofort, der Lenker ist ganz komisch, der Sattel ganz weit hinten, da ist nichts zum Hinsetzen. Bremse hat es keine, das Radl mit dem zu fahren ist wirklich schwer und Bälle ins Tor zu schießen noch viel schwerer. Also aufgewärmt sind wir, ja, in wenigen Momenten wird es losgehen mit dem Spark 7 Härtetest. Ganz kurz zur Erklärung, der Alex hat 6 Schüsse und Benji und Dominik werden halt 3 schießen. Spark 7 Härtetest geht los. Er kommt zum ersten Schuss. Alex. Hui! Wow, schade, Lukas. Ich glaube, er hat nicht gewusst, was auf ihn zukommt. Ja. Als nächster ist Dominik am Ball. Ja, leider. Da war nicht besonders gut geschossen, der Ball. Bin gespannt, welche Ecke er sich diesmal aussucht. Ja. Ja, Luki, okay. Es geht doch eh. Jetzt ist der Benji dran. Und schafft hoffentlich den Anschlusstreffer. Lukas ist hochkonzentriert. Jawohl! Ui, er war dran! Bravo! Okay, Alex, gib Gas zum nächsten Schuss. Und! Jai, der ist gehalten! So, Dominik voll konzentriert, läuft an und verwandelt! Team Spark 7 ist somit in Führung gegangen. So, Alex wieder am Ball. Schuss! Na Wahnsinn, Herr! Ja, sehr schön geschossen. Benji macht sich bereit für den nächsten Schuss mit Killerblick, läuft an und Schuss, jawohl! Hat den Tormann gut getäuscht, er springt ins falsche Eck. Der Lukas Königshofer hat gerade gesagt, der Benji schießt besser als der Steffen Hoffmann. Das kann ja nur ein Tormann Gehässigkeit sagen. Genau. Ja, eine unqualifizierte Äußerung. So, weiter geht's. Schauen wir mal, ob er wieder einen hält. Okay, Alex, gib Gas zum nächsten Schuss. Und hoppala, der geht astrein ins Kreuzeck. Das gibt's ja nicht. So, Dominik voll konzentriert, er kann die Führung erzielen und das macht er auch! Und der war wieder schön geschossen. 1-4, wenn er nicht trifft, ist schon vorbei. Ja, das heißt, Alex steht jetzt unter großem Druck, er muss verwandeln, er gibt Stoff zum letzten Schuss und das ist es auch, das ist die Entscheidung. Team Spark 7 gewinnt! Spitze! Alex, du, es war deine Idee, die hast du hier eingeschickt zum Spark 7 Härtetest. Bist unterlegen, enttäuscht? Nein, es muss immer einen Verlierer geben. Bei euch ist es gut gelaufen, Dominik. Ja, bis auf den ersten, an dem bin ich selbst schuld gewesen. Aber ja, super Partie und echt Respekt an Alex, was der da leistet mit dem Radl, gefällt mir echt gut. Ja, super lässige Aktion davon, Alex, dass er die Idee einbracht hat. Lukas, Fußball, Radball, großer Unterschied? Naja, es ist schwerer zum Ausrechnen, wenn Alex mit seinem Radl daherkommt, weiß man nicht. Ob er links oder rechts schießt, da muss man ein bisschen spekulieren und habe ein bisschen Glück gehabt. Steffen Hoffmann, deine Analyse? Ja, war natürlich ein miserabler Start vom Spark 7 Team. Ja, stimmt. Aber dann haben sie
die restlichen natürlich souverän verwandelt. Und beim Alex hat man gesehen, dass der Kunstrasen vielleicht nicht der ideale Untergrund für das Radl ist. Hätte sich vielleicht in der Halle leichter getan. Danke an Lukas und danke an Steffen Hoffmann. Danke dir für deine tolle Idee. Wenn ihr was einschicken wollt zum Spark 7 Härtetest, macht's das. Dann sehen wir uns vielleicht wieder bei eurem Spark 7 Härtetest. Das war der große Spark 7 Härtetest, der wieder einmal gezeigt hat, dass unsere Kundenbetreuer bereit sind, immer ihr Bestes zu geben. Jetzt bist du dran. Reiche deine eigenen Härtetest-Ideen ein, vote mit auf spark7.com und gewinne. Dabei sein ist alles.